Aber hey, wir haben es geschafft. Oh, sowas finde ich ja toll. So Puzzle-Dinger. Küsschen. Pokodomäne. This map will get us out of here. Lalalalalalala. Ja, da wage ich noch dran zu zweifeln. Alter Opa, hör auf, da was rumzufummeln. Ich hau dich gleich. Wo sind wir denn? Sind wir hier? Hä? Ich weiß nicht, wo der Anfang und wo das Ende ist. Na, sowas ist doch... Das kannst jetzt nur du machen mit der Maus. Evacuation Plan, wenn ich das richtig sehe. Ja. So, gut. Das ist ja schon mal super. Wir müssen also hier... Ach, da ist ja... Ja, sowas mag ich eigentlich, aber da kannst jetzt echt nur du was machen. Ja, du kannst ja sagen, dreh mal alles anders, weil ja, du scheiße bist. Ja, aber bis dahin hast du ja schon gedreht, bis ich das gesagt habe. Achso, ich kann aber auch keinen... Kann der Opa da machen, noch einen Teil hinlegen? Ja, ich glaube, so? Der Opa kann gar nichts. Der ist einfach scheiße, der Opa. Ja, jetzt macht er doch. Schön, schön. Hä? Aber ich kann das selber nicht legen, ne? Nee. Ja, ist doch super, dass man jetzt warten muss, bis er da die Teile gelegt hat. Und wahrscheinlich müssen wir über jedes Feld halt drüber gehen. Da musst du da wahrscheinlich schon mal nach oben bei dem ein. Ich probier's trotzdem mal einfach. Ja, mach erstmal, bis der alle Teile hingelegt hat. Hier bräuchte ich eins. Ach, vielen Dank. Hey, das ist so ein super Plan. Hier, guck mal. Es muss wahrscheinlich alles genau sitzen, vermute ich mal. So, dann hier runter, da durch. Das ist schon mal super. Da müssen wir aber leider da lang. Ja, das geht doch jetzt noch. Ja, das kriegen wir hier hin. Das wäre ja gelacht. Sagte er und versagte. Ob das hier passt? Nee, das, ich glaube, das... Jetzt passt es. Ah, jetzt. Nee, so rum. Okay, ach, jetzt da lang. Das ist doch bestimmt gleich. Na, das haben wir gleich. Das ist ja, das wäre ja, das ist ja, das ist ja kein Problem. Nee, jetzt. So, erzähl doch mal so lange was. Ja, ich bin fasziniert von den Nasen. Also das, die beiden haben so Riesennasen und sie hat gar keine. Sie hat Riesen... Andere. Haare. Ja. So. Schön, fertig. Ja, und nu? Opa, hallo. Hier sitzt es hier nicht, oder was? Nee, doch. Da sitzt... Oder? Warte. Hey, geht doch. So, haben wir Kapitel 2 gelöst. Oh. Ja. Ach so, es geht weiter. Ich bin eine kleine Badenixe. Pokodomäne? Was macht der Opa? Der ist auch eine Badenixe. Ach cool, und er denkt wieder irgendwas. Ich habe Ophelia gerettet, jetzt muss ich noch Claudius besiegen. Okay. Okay. Mal das ganz Offensichtliche auf die Kanonen. Ja. Ja. Ach so, in das andere, in die andere Kanone. Vielleicht? Nee, okay. Vielleicht kommt da ja auch noch was aus dem Rohr. Offenbar nicht. Claudius! Yeah! Ich bin der Claudius! Ich bin der Claudius! So. Quietschentchen! Quietschentchen! Das war gut. Quietschentchen! Na, jetzt passt es nicht mehr. Man soll Humor nicht erzwingen. Nein! Okay, wir können die Noten anklicken. Hast du jetzt das Quietscheentchen angeklickt oder war das jetzt, ist das von alleine geschwommen? Das habe ich angeklickt. Ach so. Ich raff das noch nicht ganz. Ich auch nicht. Ah ja. Und wenn du jetzt mal unten nochmal auf die Ophelia oder auf den Opa.
gehen immer nur noch hoch und runter. Nee, okay. Die hängen nur rum, die beiden. Ich dachte, ich kann eine Kanone auf sein Schloss richten. Ich finde seinen Gesichtsausdruck auch einfach super. Ach, warte mal. Ich muss, glaube ich, ganz schnell die Noten treffen. Hey, super. Oh, der Opa. Oh nein. Okay, zweite Runde. Aha. Ah, jetzt aber. Okay, das Quietschen, ich habe mal safe. Pokodomäne? Wird niemals alt. Ah! Claudius Soldaten erschienen und umringten den Helden Orophile im letzten Moment. Die Soldaten hauten dem Helden auf den Kopf und fesselten ihn und gaben Ophelia rüber an Claudius. Dann haben Claudius Komplizen Rosenkranz und Gildenstern den Helden im Lagerraum des Schiffes gefangen gehalten. Und dort sollte er bleiben, bis er über Bord geworfen ward. So, Kapitel 3. Ich dachte, wir sind schon durch übrigens. Ja, habe ich jetzt auch gedacht. Aber es gibt noch Kapitel 3, wo der Held quasi einen Aufstand auf dem Schiff verursachen muss, um zum Königreich zurückzukommen. Na dann. Das ist ja spannend. Das hilft bestimmt. Ganz toll. Vielleicht wird er wieder ein schöner Prinz, wenn wir oft genug draufdrücken. So, hier gibt's bestimmt eine Maus. Genau. Alter. Bringt auch nichts. Der hat auch ein scheiß Leben. Ach, na klar. Jetzt weiß ich, wie wir weiterkommen. Sind das nicht Wingdings hier alles? Ja. Kennst du den Font Wingdings? Ja, natürlich. Natürlich. Hauptsache, das sind nicht Comics, Hans. Das wäre natürlich scheiße. Können wir jetzt... Guck mal, da dreht sich... Das verändert sich hier, das Ding. Wenn ja? Ich da... Ja, guck mal. Ach, das ist eine Formel. Das hier mal das da, gleich das da. Ah. Alter, was? Ich habe nur absolut keine Ahnung. Was für ein bescheuertes Spiel eigentlich. Ah. Ah. Okay, wir haben schon mal Zahlen. Ah. Okay, das sind aber nur Ungerade und wir müssen auf jeden Fall die Geraden kriegen. Dazu müssen wir bestimmt hier. Hä? Kriegen wir jetzt auch II oder sowas? Alter, hör auf mich zu verarschen. Also damit kriegen wir aber auf jeden Fall schon mal die Zahlen. Nur, wie kommt man dann ans Ergebnis? Ah. Hm? Okay. Aber wir müssen ihn ja trotzdem noch wach kriegen. Hm. Das mal das gleich das. Das ist mal das erste Ding. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich probiere gerade ein bisschen rum, aber sicher bin ich mir auch nicht. 7, 9, 1, 3, 5. Alter, ich... Warte mal. Ich versuche mal, die hintere immer gleich zu kriegen. Ja. Haben wir jetzt überall, nur hier nicht. Hier kriegen wir es nicht hin. Aber die ersten beiden Zeichen sind auch nicht gleich, ne? Wenn du jetzt nochmal änderst... Dann nee, dann nicht. Ja, okay, dann sind sie nicht gleich. Warte, hier können wir nochmal... Kriegen wir hier noch was Gescheites hin? Fragezeichen. Raute. Hier haben wir die letzten beiden Zeichen jetzt immer gleich, eigentlich. Außer hier. Und da kriegen wir es, glaube ich, auch nicht hin. Können wir das nicht um einen verändern?
Was? Ah, okay. Ah. Nein, ich Idiot. Falsche Kanone. Nein. Okay. Ach, komm. So, jetzt müsste es gleich klappen. Hey. Juhu. Guck mal, die besten Freunde. Ich glaube, ja, das sind Geliebte. Ich mag den Affen auch. Vor allem diese Arme, diese Spaghetti-Arme. Die sind einfach toll. Du hast auch so einen Hang zum Skurrilen, glaube ja, ich. Ja, deshalb mag ich dich ja auch. Hey, was? Also, wir müssen den Affen beim Kartenspiel besiegen, dann hilft er uns zur Flucht. Ja. Ja, nun, Diamanten, Herz auf Pergament, Dingens. Was? Du, das verstehst du nicht. Okay. Herz, Schere. Herz und Schere. Schere, Diamant. Verstehst du? Ja, ja, Diamant ist härter als Schere. Ja, habe ich jetzt kapiert. Ist das Schnick-Schnack-Schnuck-mäßig oder was? Papier, Schere. Schere. Das ist ja echt Schnick-Schnack-Schnuck. Die wollen einen verarschen. So sieht's aus. Jetzt hat er einen Stein, dann nehmen wir Papier, ne? Ja. Ja, wie gut, dass ich meine Schnick-Schnack-Schnuck-Skills neulich noch bei Deponia trainiert habe. Ach stimmt, da war das ja. Ja. Stimmt. So, Stein, Papier. Ja, easy. Ja, klar, ist so ein Klacks für dich, ne? Ja, natürlich, aber beim Affenpoker schlägt mich keiner. So. Juhu! Da geht die Wurst. Es wird bestimmt viel leichter jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also mal wieder was mit den Haken. Okay, das ist bis hierher noch einfach. Aha. Ach, du musst da drauf. Ach nee, du kannst ja nicht laufen, oder? Nee, kann ich leider nicht. Hä? Lass das mal runter, genau. Und jetzt stell... Ich kann mich nicht draufstellen. Ach so, wenn du das Ding anklickst, fährt das nur hoch. Okay. Genau, ich kann mich selber auch nicht bewegen. Okay, okay. Key. Da geht nix, da geht nix, da geht nix. Was ist, wenn du jetzt nochmal den linken Haken machst? Geht nur nach unten. Spasti! Ich wollte, dass der darüber schwingt, ganz cool, aber das kann der irgendwie nicht. Ah ja, wir müssen also raus. Ja. Ach so! Ja, hätt das hätte er sagen sollen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Zieh nochmal den rechten hoch. Dann häng so? Du dich mal an den linken. Geht ja nicht. Der springt ja gleich wieder runter. Was passiert, wenn ich jetzt hier klicke? Geht gar nicht. Ja, Das Gitter oben mal anklicken. Nee, geht leider nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Ja, aber wahrscheinlich ist wieder irgendwo was wie mit dem Affen gerade, was wir nur noch nicht sehen. Wieso stellt er sich nicht drauf und dann kann er doch einfach hier so nach oben, Alter. Der Schwachmat. Ach nee, ich kann ja auch nicht parallel machen, das geht ja nicht. Nee, da ändert sich nix. Ja, es ist schwierig. Also, wenn er sich dranhängt, geht sofort wieder nach unten. Genau. Tja, das... Ja, okay, wissen wir. Ich warte noch darauf, dass das Fragezeichen erscheint. Scheiße. Man braucht sich ja nicht mal doof vorkommen, weil die Rätsel einfach allesamt so durch sind.
dass man ja echt nur mit Try and Error weiterkommt. Ja, da kommst du auch nicht einfach so drauf. Nee. Hey, Gronkh, ich hab das Spiel schon noch 2 Sekunden durchgespielt und ich bin erst 9! Wie kommt denn die Mannschaft hier immer raus? Hast du das mal beobachtet? Die machen das auch so. Du stehst auch so auf Seemänner, da hast du doch bestimmt immer ein Auge drauf. Da kann ich auch sonst nichts machen, ne? Nee. Oh. Ja. Willst du mich verarschen? Warum hat das jetzt funktioniert? Ich hab keine Ahnung. Was? Natürlich, natürlich. Das war ja zu erwarten. Was ist das denn? Okay, die Tentakel da hinten. Vielleicht mal das Seil, genau. Die Kisten, diese Fässer. Nee, geht alles nicht. Was ist das denn? Ah. Aha. Ein Tentakel ist weg. Ja, der Typ ist eine Superhilfe einfach. Können wir jetzt hier aufmachen? Nee. Mit dem Segel irgendwas auch nicht. Kannst du jetzt nochmal die Kanone da holen oder ging das nicht? Nee, leider nicht. Der muss ja, wenn wir das andere Tentakel wegkriegen, muss er uns loslassen, um sich die Augen zu reiben, ne? Ah! Ah! Jetzt bin ich mal gespannt. Da sind wir aber erstaunlich schnell wieder rausgekommen. Was? Ach, die beiden. Und der Kraken. Auch da ist super. Eine Rakete dran. Mit dem Kegel und der Rakete, ja. Das sind sehr gefürchtete Piraten, wie man sieht. Ist das eine Lunte? Nee. Was? Okay, Schwert hast du schon ausprobiert, ne? Ja, aber vielleicht geht's ja jetzt, wenn der Typ da weg ist. Nee. Nee. Aha, okay. Der Kraken brüllt nur rum. Der piekt da ein bisschen am Dingens rum. Okay, hinlaufen kannst du also auch nicht. Ich muss die Tentakel loswerden. Ach ja, Oh. Okay, können wir da jetzt vielleicht irgendwas... Ah, gut. Und können wir den jetzt irgendwie... Jetzt das Schwert? Immer noch nicht? Nee. Ach, vielleicht nochmal abschießen? Nee, leider ist nur eine Rakete... Ah, nee, die andere Rakete kriegen wir nicht dahin. Können wir jetzt das Schwert benutzen? Nee. Die Seile am Mast wahrscheinlich auch nicht. Nee, wieso greift der Tentakel, wieso greift der Krag nicht an? Das geht auch nicht mehr auf. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Kann man den Ohrring rausziehen oder den Lippen oder irgendwas? Nee. Die Lippen sind auch super irgendwie. Ne? So ein richtiger Kussmund. Ich kann auch den Kegel nicht anklicken. Nee, geht nicht. Das Schwert geht auch nicht. Hier geht gar nichts. Hä? Ich raff das gerade nicht. I must take the helm of the ship. Okay. Ja. Das würde man ja gerne machen, wenn es funktionieren würde. Ich kann ja auch nicht an der Leine ziehen. Nee. Ich klicke einfach wieder alles an. Ja, ist, glaube ich, am besten so. Ach. Was hast du jetzt angeklickt? Ich glaube den Krakenarm. Ah. So. Naja, Gott sei Dank. Rosenkranz und Gildenstern sind tot.
Aber der Held nahm die Steuerung, die Kontrolle über das Schiff und steuerte zurück zum Königreich mit seiner lustigen kleinen Penisnase. So, hier, das ist übrigens der Weg, den man jetzt, ne, und so? Ja. Ja, ja, ja. Aber man kann nicht einfach in das Schloss Elsinor hineinmarschieren, wo Claudius sich versteckt mit seinen Mannen. Auch sehr schönes Design übrigens vom Schloss. Ja, müssen tollen Statiker gehabt haben. Ich möchte hier wohnen. Ja. Sieht sicher aus. Also wir brauchen einen Infiltrationsplan. Hast du schon einen? Ja, im Pläne schmieden sind wir ganz groß. Das kriegen wir hin. Okay. Also Akt 4. Mhm. Wir müssen also Schloss Elsinor zurück und Claudius punishen, um Ophelia zu retten. Na, da bin ich mal gespannt. Was? Ah ja, okay. Die was? Die Safe Route? Alter, die hat einmal kurz aufgeblinkt. Genau, das habe ich mir auch noch gemerkt. Und dann nach oben. Ja, es wäre schön, wenn ihr es nochmal zeigen könnten. Alter, leckt mich doch am Arsch. Nein, nicht wörtlich, lass das. Nee, den. Das war doch der andere. Ah, nee. Okay. In den Wald. Das hast du dir jetzt nicht gemerkt, ne? Du probierst jetzt gerade nur aus, will ich hoffen. Ja, du, das ist mein Brain und das ist gar kein Problem. Erdbeerkäse. Hier, meinst du? Hast du den nicht gerade gemacht? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Du, Spiel, dachte, du kannst jetzt besser merken. Ich dachte, du guckst mir Mach zu. Mach mal. Okay, toll, dann danke. Ist jetzt schon mal nicht der Turm. Alter, ich kann mir das unmöglich merken. Das kriegen wir schon hin. So, hier, ne? Ja. Wirklich? Nach unten, ja. Und jetzt nicht der Turm, sondern mach mal den Wald. Genau. Haus. Wald? Nicht Haus? Oder Wald. Oder Turm. Komm, ich mach Wald. Ja, ist aber... Das ist lustig. Nein. Nein. Alter, siehst du? Da hört's schon auf. Mein Gehirn ist im Leerlauf. So, dann hier, ne? Haus, genau. Dann Wald. Dann war das hier das Haus? Ja. Nee, den hatten wir gerade. Das Haus? Ja, mach mal. Hier dann, glaube ich, ne? Kann sein, ja. Mach irgendwas. Da, da, da. Mach irgendwas. Da. Ja! Boah, wir sind so unbreakable. Und das Volk feiert uns. Juhu! Schön. Vor allem auch hier der Henker sieht toll aus. Ach, guck mal. Ach, der Pinguin ich dachte, ist auch gefressen. Dabei. Wie lustig die aussehen. Hier, guck mal, der Außenseiter hier, Herbert, ist auch dabei. Tja. Ich mag auch den unten, den dritten von rechts. Der gefällt mir auch den sehr hier? Gut. Ja. Sieht aus wie von Sam & Max. Ja. Ich kann nichts anklicken. Die Tür. Warte mal. Ah, was für ein lebhafter Haufen. Ich sollte keine Probleme haben, in der Menge unterzutauchen und ins Schloss zu schlüpfen. Aha. Schön. Aha. 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 Das ist voll lustig. Ich sehe den überall. Auch da. Auch da. Auch da. Wie schnell du bist, da brauche ich gar nichts mehr sagen. Auch da. Auch hier. Ja, du machst das dann schon. Auch hier. Jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Ja, warte, lass mich doch jetzt erstmal gucken. Bei dem Gewimmel. Ja, links. Ganz links. Nee, unten. Unten, neben dem... Ach da. Ja. Jetzt habe ich ihn gesehen. Auch da. Yeah. Wuhu. Komm, High Five. Yeah. So, was haben wir denn hier?
Oh oh. Schön. Möchtest du die Maus vielleicht mal haben? Nee, mach du mal. Ich freue mich. Das war zu erwarten. Ach so, das ist doch ganz einfach. Jetzt sind wir hier schon beim Bild vom König, weißt du? Mhm. Muss ich noch hier zurückgehen, pass auf. Und dann sind wir wieder bei den Bildern, verstehst du? Genau. So. Jetzt müssen wir nur noch an der Tapete vorbei. Und es dauert gar nicht lange, bis irgendjemand merkt, dass ich hier nur Scheiße laber und keine Ahnung habe. Du machst das schon. Guck mal, hier sind wir beim Bild vom König. Ja, ne? Genau. Das ist ja klar. Ja. So weit, so gut. Und dann kommen wir hier zum Bild vom König. Mhm. Wenn wir da weitergehen, kommen wir dann zum Bild vom König, ja, weißt du? Boah, wo wir jetzt wohl hinkommen? Boah, ich glaube, weiß ich nicht. Ab, Alter, das Bild vom König. Wir müssen auf dem richtigen Weg sein. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Bild vom König. Ist das ja ist unglaublich. Einfach toll. Okay, grüne Tapete. Zurück, Kommando zurück. Blaue Tapete. Da gehen wir natürlich da durch. Jetzt müsste gleich. Ah ne, die rote und, Tapete. Guck mal. Siehst du, wir haben den Weg gefunden. Ich wollte nochmal zur Ausgangsposition, weißt du, um nochmal zu testen. So, jetzt kommen wir zur grünen Tapete. Ach, die rote Tapete, natürlich. Natürlich. Stimmt ja. Hatte ich jetzt anders im Kopf, aber das ist ja kein Problem. So, jetzt sind wir bei der roten Tapete. Genau da, wo du hin wolltest. Genau. Und jetzt nämlich sind wir beim Bild von König. Und wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir nämlich wohin? Zum Bild vom König. Scheiße. Jetzt kommen die Bilder. Hey! Okay, Bilder rechts raus ist grün. Dann blau. Kommt jetzt rot. Ja, aber das hatten wir ja gerade schon so. Scheiße. Ich meine natürlich, na klar. Das ist ja gewollt. So, jetzt geh nochmal rechts. Okay, du machst jetzt hier den Weg. Und jetzt gehst du nochmal rechts? Muss ich jetzt nicht links, um zur anderen Tapete zu kommen? Geh mal erstmal rechts. Was passiert denn da? Dinge. Das Bild vom König? Nein. Geh mal zurück. Ich glaube, wir müssen durch die Tapetenräume erstmal durchkommen. Tapetenräume, Tapetenräume. Geh mal zurück. Das ist nicht wieder zurück. Das kann doch nicht sein. Geh mal rechts. Rechts? Ja, ja. Ich weiß, wo es lang geht. Zum Bild vom König, da wollte ich hin, nach rechts. Ja. Ja. Wow. Und jetzt versuchst du es nochmal? Seh, du hattest eine heiße Spur. Ich okay. War beim Bild vom König. Hier gehe ich jetzt links. Komm in die andere Tapetenraum rein. Wenn ich da jetzt nochmal rausgehe, wo komme ich dann da hin? Hätte ich da jetzt rechts gehen sollen? Nee, natürlich nicht, denn hier komme ich zum Thronsaal. Natürlich. Da muss der Mann wieder ran, ja, weißt du? Das hast du gewusst. Dann kannst du das jetzt auch machen. Ja, das ist ein MC Escher-Bild. Kennst du MC Escher? Kennst du ihn? Nein. Also ernst? Kennst, nein. Du kennst nicht MC Escher? Nee. Alter, musst du nachher mal googeln, mal Bilder suchen. Da gibt's ja das berühmte Treppenbild. Ach, das? Ja doch, das kenne ich. Ja, natürlich. So, pass auf. Und hier haben wir nämlich gleich das nächste Rätsel. Ich will aber vorne mal sinnlos in der Gegend rumklicken. Aber du weißt ja schon, wie das funktioniert natürlich. Ja, das ist ja hier so, ne? Da kannst du so Dinger machen, ne? Das ist wie so ein Gamepad, nur ganz anders. Dann geht hier Thronsaal, geht die Tür auf. Ja. So, wir haben jetzt hier... Ja, mhm. Ja, sieht schön aus. Ist ein schönes Muster. Ist auch schön. Ja, geht auch. Ja. Kannst du vielleicht noch irgendwas anderes anklicken? Jetzt warte doch mal, ich mache hier gerade sinnlose Scheiße. Das ist nämlich sehr offensichtlich mit dem Schatten da vom Fenster. Wo sind die Kästchen? So, okay. Ja, hat auch viel gebracht. Jetzt sei doch nicht so negativ. Bin ich nicht, bin ich nicht. Das ist nämlich wichtig, dass wir das machen.
Ja, wir müssen also die korrekte Kombination. Also der Typ ist einfach ein Schlaufuchs. Das ist hier, das ist richtig. Einen Hinweis gibt's hier auch nicht, ne? Mhm. Ich klicke hier einfach wieder wahllos in der Gegend rum. Ja, wie soll ich denn hier die korrekte Kombination... Möchtest du vielleicht mal, Nee, mach mal. Deinen weiblichen Intellekt spielen lassen? Nee, ich guck gerade so im Hintergrund, ob da irgendwelche Symbole sind, aber ja, guck nö. Ich auch, aber da ist nichts. Klick mal eben die Flagge da oben an. Eben, aber da wird auch nicht sein. Nee, rechts. Ach, die hier. Aber nee. Nee. Ich habe auch keinen Hinweis, außer das hier sehe ich hier gar nichts. Und ich habe keine Ahnung. Boah, mach mal viermal den Kreis. Nee, war da nicht noch ein anderer Kreis? Okay, und jetzt lass mal einen Kreis. Und mach mal drei Sterne drumherum. Ich weiß aber nicht, wo. Aber warum? Weil ich das so sag. Weil ich jetzt gerade gedacht habe, durch das Fenster, wenn der Mond und die Sterne reinscheinen. Warte mal. Hier sind zum Beispiel so eine Dinger nach unten, ne? Hier, guck mal, da und da nach oben. Hier auch nach oben, nach unten, bla. Gibt's hier nicht irgendwo eine Kombination, die da irgendwie ersichtlich wird? Kann man nicht die Sonne, den Stand der Sonne verändern? Da kommen wir nicht raus, da kommen wir ja rein. Kreise sehe ich hier keine. Jetzt mach da doch mal Sterne hin. Aber warum willst du Sterne haben? Das ist doch kein Poesiealbum. Doch. Also hier Sterne. Einfach nur Sterne. Ja. Okay, war falsch. Nee, vier Sterne nicht. Vier Sterne Deluxe. Mhm. Das muss doch irgendwas mit dem Fenster zu tun haben. Haben wir nicht auch Pfeile nach unten gehabt hier? Ich glaube auch, dass was mit dem Fenster zu tun hat. Gibt es auch Pfeile nach oben? Nee. Ach, warte mal. Nee, gibt es nicht. Okay, ja, was denn? Ach nee, Pfeile nach oben gibt es nicht? Nee. Ah, oh, sonst hätte ich gesagt, wie beim normalen Fahrstuhl. Weißt du, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Aber das hilft ja auch nicht. Obwohl, das sieht auch in den Fahrstuhl, ne? So ein bisschen. Ja, deswegen ja, weil es ja ein Fahrstuhl ist. Das ist gleich voll. Also, Pfeile nach oben gibt's nicht. Nee. Alter, ich habe keine Ahnung. Mach mal in die obere Reihe zwei Sterne. In die obere. Unten überlege ich gerade noch. Warum willst du mal deine Sterne haben? Was, weil ist denn ich Sterne Sinn mag. Ja, das hilft weil aber ich jetzt nicht. Irgendwie wollte, die Krone nachzustellen, die da oben ist. Das ist ein Kreuz. So, wir haben hier ein Plus. Ne, hier. Ja. Hier haben wir ein Kästchen. Ich versuche mal, Symbole nachzustellen, die hier im Bild vorkommen. Ja. Hier haben wir ein Kästchen. Hier gibt es die Dinger nach unten. Nach oben natürlich auch. Und hier probiere ich einfach mal rum. Was uns natürlich nicht helfen wird, aber das Fragezeichen ist gerade voll gegangen. Warte mal. Natürlich. Jetzt komme ich wieder mit meinen Sternen. Hier ist die Maus, bitte. Nee, das geht von hier so schlecht. Was? Ja, ich... Du kannst auch mit der linken Hand. Du kannst sie auch rübernehmen, die ist übrigens kabellos. Tatsächlich. Ja, 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 das ist ein neues Feature jetzt. Oh Mann, es gibt ja keine Sterne, keine Pfeile nach oben. Nee, gibt's nicht. Jetzt lass mich doch. Du bist auch nicht schneller. Nee, ich sag doch gar nichts. Ich will dich nur ermuntern, jetzt gefälligst das Rätsel zu lösen. Mit schnell. Pfeifen. Ich hasse das, wenn jemand pfeift. Ich so? Liebe es, wenn jemand pfeift. Ich habe keine Ahnung. Jetzt klick doch mal das Frage. Sieht aus wie ein Nilpferd. Klick mal das, genau. Was haben wir denn da? Ja. Was? Fragezeichen? Hä? Kannst du da irgendwas rausschließen? Wenn ich mit dem Auge nah an Bildschirm gehe, dann habe ich Fragezeichen. Und wenn du weit weg gehst, dann wissen wir die Lösung. Vielleicht sollten wir mal eben weit weggehen. Warte mal. Ja, warte mal. Mach mal zu. Wir gehen mal ganz kurz vom Mikrofon weg. Sekunde. Siehst du irgendwas? Ich sehe hier hinten gar nichts. Ich sehe... Moment. Ich fahre noch weiter zurück. Ja. Also unten rechts vielleicht
Warte mal eben, ich versuche mal von hier die Maus zu bedienen. Alter, mach hinne. Das ist der crazy shit von hier hinten. So, pass auf. Das hier? Ja. Ist das schreier nicht so? Nee, ich muss ja, sonst mein Mikrofon und so. Okay, ist ja weit weg. Das ist auch richtig. Warum auch immer? Ja, sag ich. Das ist einfach so. Pass mal auf, das hier. Verstehst du, ist das? Ja. Dann haben wir da was, was aussieht wie ein Kreuz. Ja? Siehst du das? Siehst du das große Kreuz? Ja, ja. Das ja. Siehst du. Also, Dings und Kreuz. Jetzt müssten nur noch hier zwei Sachen sein, die ich aber gerade nicht sehe. Ah, siehst ich verstehe du auf deine der Seite Intention. Zwei Sachen? Ja, das Kreuz habe ich zuerst gar nicht gesehen, aber jetzt sehe ich es von hier hinten. Das ist schön. Also noch zwei Sachen, die hier irgendwo sind. Hier ist ein Pfeil nach unten. Da. Ja, das stimmt. Pfeil. Und was ist da? Ausprobieren. Auf der linken oberen Seite, das sehe ich hier momentan nicht. Das könnte auch so ein Kasten sein hier. Guck mal, das Fenster, das große. Das stimmt. Probieren wir es doch einmal. Ja! Da kann ich auch wieder nah ans Mikrofon ran. Hui. Schön, schön. Was eine schwierige Geburt. Sehr, sehr gut.